Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Spätestens letzte Woche beim Ostereiersuchen hat man gesehen, dass der Rasen dringend einen Schnitt braucht. Möglicherweise hat man dann aber auch gerade gesehen, dass der Rasenmäher im letzten Herbst etwas schnell versorgt wurde. Meistens im Frühling merken die Leute, dass der Rasenmäher ein paar Mängel hat. Der Anlasser geht nicht mehr oder das Messer ist stumpf. Zeit für einen Service. Wir machen im Grobservice alle Unterhalts- und Reparaturarbeiten. Die meisten Fragen betreffen das Messer. Sie wissen ja, je schärfer, desto besser. Sie können bei uns im Grobbau und Hobby alle Ersatzmesser für Rasenmäher kaufen oder Sie können das Messer bei uns schleifen lassen. Wer das alles nicht benutzt, hilft tatsächlich nur noch ein neuer Rasenmäher. Im Bau und Hobby, dem kompetentesten Anbieter von Gartenmaschinen, findet ihr ein breites Sortiment vom einfachen Handapparat bis zum professionellen Aufsitzmodell für grosse Flächen. Neu eingetroffen ist jetzt der Benzinrasenmäher R434 von Garta mit 3,5 PS. Mit einer Schnittbreite von 41 cm, einem starken Briggs & Stratton Motor und einem Grasfangkorb für 55 Liter ist das Gerät ideal für eine Rasenfläche zwischen 400 bis 600 Quadratmeter. Auch der Preis ist übrigens schnittig. Noch bis Ende Woche kostet der Rasenmäher von Garta 100 Franken weniger. Im Frühling sollte man den Rasen jede Woche mähen. Das fördert die Bildung von neuen Seitentrieb, macht ihn trittfest und verhindert, dass sich Unkraut und Moos breit machen kann. Auch saubere Kanten gehören zu einem schönen Rasen. Besonders einfach, präzise und schnell geht das mit der Akkugrasschere Bosch AGS70 mit ca. 70 Minuten Laufzeit. Und auch das Gerät gibt es diese Woche im Bau und Hobby günstiger. Vom fleckten Rasen jetzt ein Abstecher auf die saftigen Bergwiese. Von der kommt nämlich die gesunde Biomilch für den Bündner Bergkäse. Extra von Coop Naturaplan. Der Vollfett Halbergkäse wird in verschiedenen Bündner Käsereien hergestellt und eignet sich mit seinem kräftigen Aroma ausgezeichnet als Tafelkäse. Der Armin Amrein hat ihn extra für uns probiert. Schutz am Apro sorgt der Bündner Bergkäse für Applaus. Grüezi miteinander. Mit lufttrocknetem Bündner Rohschinken, mit Trauben oder mit edlem Paprika kommen Sie mit diesen kleinen Häppchen gross raus. Auch auf einer kleinen Speiskarte darf ein Servalasalat mit Bündner Bergkäse nicht fehlen. Man kann auch mal etwas anderes ausprobieren. Ein Salat mit Bündner Bergkäse und dreifarbigen Peperoni-Würfeli ist immer ein Hit für gross und klein. Auf jeder Käseplatte nach einem feinen Essen ist der Bündner Bergkäse für jeden Käseliebhaber ein Genuss. Dazu servieren wir ein frisches Baguette oder ein feines Bündner Birnenbrot, Dürrobst oder Birne. Auch das eine unschlagbare Kombination. Wir kommen zu unserer Konsumentenfrage. Ja, früher hatte es beim Gobe Trockenvollnahrung. Sehr einfach zum Füttern und mit allem drinnen, was meine Katzen gebraucht haben. Warum gibt es die eigentlich heute nicht mehr? Eine Frage, die von vielen Tierhaltern gestellt wurde. Und zwar mit Recht. Coop hat sich den Konsumentenwunsch zu Herzen genommen. Jetzt gibt es ihn wieder, den Menümix von Cha-Cha-Cha. Die Trockenfallnahrung mit Geflügel und Gemüse enthält alles für eine ausgewogene Ernährung. Es ist eine schmackhafte Abwechslung und Ergänzung zu der Nassnahrung. Zähne und Zahnfleisch von der Katze bleiben kräftig und gesund. Und weil der Menümix frisch und knusprig bleibt, kann man die ganze Tagesration aufs Mal anstellen. Ein Napf mit frischem Wasser gehört aber immer dazu. Der Menümix von Cha-Cha-Cha ist jetzt wieder an allen Verkaufsstellen erhältlich. Das Prepaid-Handy aufladen war bis heute immer ein bisschen umständlich. Jetzt kann man das auch bei Coop an der Kasse machen, genauso leicht wie Schoki kaufen. Mehr dazu gibt es das nächste Mal. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander.